Bevor wir mit dem heutigen Video anfangen, würde ich euch gerne die Seite bananetic.de vorstellen. Die waren so lieb, um mein heutiges Video zu sponsern. Und zwar kann man sich hier einfach anmelden. Ich gebe hier einmal kurz meinen Namen ein. Richtig, Ronja. So, ich bin weiblich. Dann können wir das hier klicken. Und schon ist es für eine kleine Banane. Die Seite ist richtig, richtig cool. Und zwar könnt ihr, indem ihr euch Bananen erarbeitet, coole Preise gewinnen. Wie zum Beispiel Amazon-Gutscheine, Paysafe-Karten. Falls ihr jetzt zuerst spielt, Skins dafür, Riot-Game-Punkte, was auch immer. Da gibt es super viel. Im Prinzip ist es super simpel. Man spielt verschiedene Spiele, man kriegt dafür sogenannte Bananen. Das ist einfach die Währung von der Seite. Und dann kann man Bananen eintauschen gegen Preise, die man gerne hätte. Es gibt nicht nur Skins und Spiele und Paysafe-Karten, sondern auch noch relativ viel andere Sachen. Und zwar, wir nehmen jetzt einfach mal den Amazon-Gutschein, okay? Dafür kriegen wir schon unsere ersten Bananen. Dann können wir noch mehr Bananen verdienen, indem wir uns jetzt für den Newsletter registrieren, Benachrichtigungen aktivieren. So, das machen wir einfach gerade einfach mal beides. Dann sammeln wir schon mal ein bisschen. Das müsst ihr hier oben zulassen klicken, sonst funktioniert das nicht. Dann können wir schon mal weiterklicken und schon haben wir 150 Bananen. Seht ihr, so schnell geht das. Dann können wir gucken, was wollen wir spielen, ja? Hier gibt es dann relativ viel Auswahl. Da steht dann immer da, wie viele Bananen kriegt man, wie viele XP-Punkte kriegt man. Und hier gibt es ein riesengroßes Sortiment immer mit dem Spiel, mit den Punkten, die man dafür verdienen kann, mit den verschiedenen Aufgaben. Und ihr könnt euch im Prinzip aussuchen, was ihr möchtet. Das heißt, wir laden jetzt hier zum Beispiel mal dieses My Little Farmies. Und genau, da können wir 1100 Bananen verdienen. Hier sind die verschiedenen Aufgaben, die wir dafür machen müssen. Das ist das Erste, das haben wir natürlich noch nicht gemacht. Aber das sind dann jeweils 4 Aufgaben. Wenn ihr das hier nochmal spielen wollt, dann ist da auch ein Reiter für. Und dann können wir da anfangen. Und das ist dann natürlich der erste Schritt. Hier haben wir natürlich auch noch unser Charakter. Den können wir... Ja, da ist unser kleines Profil. Das ist im Prinzip wie Facebook aufgebaut, so ein bisschen. Da haben wir verschiedene Reiterfreunde, Favoriten, Abzeichen, und hier haben wir auch ein Forum, da können wir schreiben, wir können auf unsere Pinnwand posten. Wir haben hier so verschiedene Stats, das ist alles mit den Erfahrungswerten zusammenhängig. Und wir können seinen Charakter bearbeiten. Natürlich, wir sind noch Level 0,0, deswegen haben wir natürlich noch nicht so viele Möglichkeiten. Hier zum Beispiel den Hintergrund können wir verändern. Ab Level 5 haben wir dann die ersten, das könnten wir auch mit Bananen kaufen. Machen wir jetzt gerade nicht, weil wir keine Bananen dafür haben. Ihr könnt Bananen sammeln mit Spielaufgaben, mit zum Beispiel Werbung. Ihr könnt Apps runterladen, ihr könnt Sachen über... Ich weiß nicht, Social Media, sharen, liken, ihr könnt es euren Freunden empfehlen und dann könnt ihr im Endeffekt, das ist ja warum wir das alles hier machen, eure Bananen einlösen für verschiedenste, wirklich verschiedenste Anbieter und da kann man sich dann wirklich aussuchen, was man möchte und da ist bestimmt für jeden was dabei. Und es gibt natürlich auch noch coole Giveaways, da habt ihr dann die Möglichkeit Spiele zu gewinnen oder andere Sachen, ich meine das wird jedes Mal aktualisiert. Und das ist immer eine coole Sache, deswegen guckt es euch einfach mal an und entscheidet selber. Oh, und bevor ich es vergesse, es gibt gerade den Bananetic Weihnachtskalender. Da könnt ihr super coole Preise gewinnen, wie zum Beispiel einen Gaming-Stuhl von DX Racer oder eine PS4 oder andere kleinere Sachen. Und im Prinzip ist es super einfach, wie man mitmacht. Angefangen hat die ganze Aktion am 15. November und sie endet am 24. Dezember um Mitternacht. Und du hast kleine Aufgaben im Kalender, die dir extra Bananen geben. Im Prinzip willst du so viele Bananen sammeln wie irgendwie möglich in dieser Zeit und dann kannst du, je nachdem wie gut du warst, Belohnungen abgreifen und vielleicht sogar den Hauptgewinn gewinnen. Du kannst auch schauen, wie dein eigenes Ranking gerade ist. Es gibt nämlich ein Gewinnspiel-Ranking und dann kannst du schauen, wie gut bin ich im Vergleich zu den anderen, was kann ich machen. Der Link ist unten in der Beschreibung und dann geht's auch los mit dem Video. Hey ho, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Alltag. Wir haben letzte Folge auf einer Baustelle nach einem neuen Job gesucht. Zu Recht, weil mittlerweile ist mein richtiger Job nicht mehr wirklich verfügbar. Der McDonald's ist abgebrannt. Falls ihr das nicht gesehen habt, der McDonald's ist abgebrannt. Toll. Ich habe keinen Job mehr. Ich bin offiziell arbeitslos und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Auf der Baustelle war eigentlich kein Job für mich. Das war auch nur verrückt. Ich meine, klar, das ist normal in dieser Stadt, aber irgendwas muss ich doch finden. Ich meine, es muss doch eine andere Möglichkeit. Flo? Ganz ruhig. Nicht laut reden. Die hören uns. Wer hört uns? Wir sind jetzt gesuchte Leute. Okay. Die von McDonald's? Ja, ich muss das Geld irgendwo verstecken. Ja, von McDonald's sind die eingebrochen. Er ist nicht eingebrochen, aber wir haben den, also eigentlich wir, aber, ja, du weißt schon. Ich weiß, was du meinst. Eigentlich sind wir schon eingebrochen, aber egal. Ja, ja. Okay, du kannst, wir haben einen Tresor im Schlafzimmer, also da kannst du... Ich pack's in die Vase, okay? Oh, pack's in die Vase, ist eine gute Idee. Okay, ja, ich weiß nicht, hast du eine Idee, was wir tun sollen? Sollen wir fliehen? Sollen wir in eine Stadt ziehen vielleicht? Auf anderen Planeten? Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt der Besitzer. Ich will nicht aufmachen. Warte mal. Warte, gehst du hin? Tu es, als hättest du jemand anderes. Tralla, gut. Nein, wir kaufen nichts. Stopp! Nicht rangehen, nicht rangehen. Das ist irgendein komischer Typ. Okay, ich gehe nicht ran. Ich hab
Ich will nicht, dass noch mehr komische Typen in meiner Wohnung sind. Das ist nicht clever. Ich kann auch einfach die Tür reintreten, wenn sie das wollen. Was? Die Tür eintreten? Da. Also, ich bitte Sie. Hallo, entschuldigen Sie, aber ich glaube, Sie haben sich in der Tür geirrt. Ich bin vom Teppichlegerverein. Ich wollte testen, ob Sie Ihren Teppich originell verlegt haben. Der Teppich ist professionell verlegt worden hier beim Einzug. Ich bin noch nicht so lange in der Wohnung hier. Dies wird kontestiert. Hallo, stopp. Okay, was wird denn hier? Jetzt klingelt es schon wieder. Gut, dass Sie kommen. Hier ist ein Eindringling in der Wohnung. Bitte helfen Sie mir. Guten Tag, ich bin der Teppichverleger. Es ist kein Teppichverleger. Bitte einmal den Ausweis zeigen. Ich habe keinen Teppichverleger bestellt. Wo ist er hin? Sie können kochen. Guten Tag. Wir müssen. Hey! Kommen Sie einfach mit. Wir müssen reden. Hey, mitkommen Sie, kommen mit mir mit. Ich bin das Gesetz. Weiß. Ja, kommen Sie mit. Ich habe hier eine wunderschöne Sushi. Ich habe eine wunderschöne Sushi-Rolle. Das klingt nicht okay. Das klingt überhaupt nicht okay. Ich schließe die Tür ab und dann, ich meine, mein Fenster ist jetzt halt auch nicht mehr da. Deswegen bin ich nicht wirklich sicher in meiner Wohnung. Ich glaube, ganz ehrlich, ich muss mir eine andere Wohnung suchen. Hier wissen viel zu viele Leute, wo ich wohne. Der Polizist wurde... Ich mache mir wirklich Sorgen hier um dieses Stadtviertel. Das ist... Es muss bessere Stadtviertel geben, okay? Das kann nicht sein. Ich muss was Besseres finden, aber ich wüsste nicht wo. Es war die einzige Wohnung, die weit und breit frei war. Das ganze Gebäude hier war das einzige, wo man irgendwas finden konnte. Okay. Hallo? Guten Tag, Versicherung. Möchten Sie die Versicherung abschließen? Auf Sie eintreten, danke. Es ist vielleicht ein bisschen eng für Sie jetzt hier im Gang. Ah, nein, nein, das passt schon. Was für eine Versicherung? Das könnte eng für Sie werden, wenn Sie keine Versicherung abschließen. Das kann ich mir vorstellen. Was für Versicherung bieten Sie denn an? Nicht zufälligerweise eine, das Geschäft, in dem ich arbeite, ist abgebrannt und ich werde dafür verantwortlich gemacht und kann das nachträglich abschließen, Versicherung. Alle Versicherungen sind akzeptiert und toleriert bei uns. Sie müssen nur sagen, für wie viel Euro wollen Sie sich versichern und wie lange? Im Prinzip für den Wert von einem, sagen wir mal, hypothetisch McDonald's. Und es reicht mir, wenn wir es nachträglich machen und jetzt für ungefähr eine Woche. Okay, passt. Ich halte es nochmal schnell alles hier vertraglich fest. Perfekt hier. Und Sie müssen nur kurz noch eine kleine Sicherheitsfrage beantworten. Ja. Wie war der dritte Name von Ihnen mit ersten Namen? Was? Einfach drei kleine Sicherheitsfragen. Sie können eine andere Frage nehmen. Okay, ich nehme eine andere Frage. Die Frage habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Okay, alles klar. Dann, in welcher Farbe haben Sie Geburtstag? Ich will grün sagen. Okay, grün. Perfekt, alles klar. Und okay. Wie jung sind Sie? Ich bin 20? Auch... Okay, das ist, also unter 90 Jahren bieten wir an sich keine VIP-Versicherung an. Also können wir Sie Ihnen nur die normale anbieten. Oh, das ist in Ordnung, ich nehme auch die normale. Was sind denn die Unterschiede von der normalen zur VIP-Versicherung? Was ist das? Was war das? Detlef, nein! Hallo? Die ganze Wand ist weg. Das ist mein Nachbar. Der Nachbar? Das ist mein Nachbar. Ist er auch versichert? Glauben Sie mir, der ist das Gegenteil von versichert. Das ist kein Hundi, das ist ein Elefant. Okay, perfekt. Hier einmal bitte nochmal schreiben und dann haben wir. Guten Tag, ich bin kein Hund, ich bin ein Elefant. Frisch aus Afrika. Einmal unterschreiben bitte, dann, genau. Ihr Geld haben wir schon, das passt schon. Alles klar, bitteschön. Ist schon überwiesen. Wie ist das schon? Nein, 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 Detlef, keine Uhr machen. Oh. Das war aber ein gutes, Tür machen. Lecker. Stopp, nein. Möchten Sie, diese Wand war aber jetzt nicht versichert. Wieso war diese Wand jetzt nicht versichert? Steht im Kleingedruckten. Okay, welche Wände? Alles, was der Versicherungsbeauftragte als versichert erklärt. Und ich sag, das war nicht versichert. Okay, was würden Sie denn? Sagen wir jetzt mal, meine gelbe Wand hier wird weggesprengt. Ist die versichert? Wir können die Vase hier versichern. Wir können die Vase versichern. Okay, das ist gut. Ja, versichern wir die Vase. Okay, oder den Bildschirm hier können wir auch versichern. Können wir meine Küche versichern? Oh, ich riech da Erdnüsse. Ich weiß nicht. Riechen Sie Erdnüsse? Wo sind Sie überhaupt? Ich hab. Kann sein, dass ich mit Erdnüssen. Erdnüsse?
Ja. Haben Sie Erdnüsse? Sie können mich bezahlen, Erdnüsse. Ich habe jetzt gerade keine Erdnüsse zur Hand. Erdnüsse? Aber kann sein, dass ich in der Küche welche habe im Vorratsschrank. Da müssten Sie halt nachgucken. Das ist das Bad, da werden Sie wahrscheinlich keine Erdnüsse finden. Ja, nee! Leute, ihr seht das gerade, das mega geilste Herunterkommensgebiet in der ganzen weg. Altstadt. Komm. Deswegen das ist persönliches Eigentum. Bitte verlass meine Wohnung. Ich bin YouTuber. Lass mich. Das ist schön für dich. Das ist meine Wohnung. Bitte geh. Ich nehme gerade. Hallo, nein, bitte geh. Nein, das ist meine Wohnung. Du stehst in meiner Küche. Dann sag's deiner Mama. Warum kommt dieses Kind überall hin? Überall. Ich, keine Ahnung, egal wo ich bin. Das ist im McDonald's, kommt es vorbei. Das kommt, egal in welchem öffentlichen Gebäude man auch immer ist. Oh ja, ich mache jetzt hier gerade ein Video. Okay, warum klingelt hier überhaupt noch jemand? Ich habe doch alle Wände durchgebrochen. Hallo? Kannst du mich gießen? Ich habe gerade keine Gießkanne. Leider. Hallo? Kannst du mich gießen? Ich kann dich nicht gießen, nein. Aber vielleicht kann das Schwein dich gießen? Ich will gegossen werden. Das ist schön. Wo kommt das Schwein eigentlich her? Warum? Ja, nichts, bitte. Hier, nimm den Eingang, gegossen werden. Den du genommen hast. Hier, vielleicht die andere Wohnung. Wisst ihr was? Eigentlich ist das nicht schlecht. Das ist jetzt einfach eine Erweiterung für mein Apartment. Das ist jetzt alles meine Wohnung, Detlef. Pech für dich. Das wurde eben annektiert. Ich reiß den ganzen Kram hier ab und dann haben wir ein schönes, offenes Konzept. Und ein schönes Wohnzimmer. Und das machen wir vielleicht noch zu einer richtigen Tür oder einfach zur Steinwand. Aber das ist wunderbar, oder? Was? Bitte was? Ich habe das jetzt akustisch gerade ganz schlecht verstanden. Was sollte das heißen? Nein! Ich wachse! Du wächst? Aber doch nicht in meiner Küche! Ja, Leitungswasser ist richtig lecker! Das ist. Es ist alles aus meinem Wasserhahn. Du musst doch den Wasserhahn wieder zumachen. Nein! Was ist ein Wasserhahn? Leitungswasser, du hast es doch gerade selbst gesagt. Ja, lecker! Wachsen! Nein! Nicht in meiner Wohnung! Das ist. Nein! Halt, stopp! Hör doch auf jetzt! Was ist denn das? Was hast du da gemacht? Was soll das sein? Was ist denn das? Ist das Gas? Was ist das? Wieso ist das hier? Okay, warum ist jetzt Gas in meiner Wohnung? Und warum zur Hölle habe ich so ein Pflanzending? Da? Ich meine, das Wasser hat immerhin aufgehört. Aber... Es ist jetzt halt hier so ein halber Urwald in meiner Küche. Keine Ahnung, ob ich das so gut finde, aber das kann ich wenigstens wieder abbauen. Und dann habe ich hier... Also das geht, okay? Dann habe ich ein bisschen Grünzeug. Das ist alles in Ordnung, das kann ich benutzen. Vielleicht kann ich da tatsächlich mal ein bisschen Deko machen. Ich habe ja noch keine einzige Zimmerpflanze. Also das ist okay. Da können wir, also ich habe diese Blume in der Vase, aber das ist ja keine richtige Zimmerpflanze. Mit dem Gas muss ich mal schauen... Gott, da komme ich ja nicht mehr ordentlich vorbei. Hallo? Ich bin gewachsen. Teleport. Detlef! Das ist nicht lustig. Wir müssen über deine Teleports sprechen. Detlef? Bitte? Bitte rede mit mir. Detlef? Dreh dich um. Ich bin direkt hinter dir. Teleport. Oh mein Gott. Es ist ja so witzig. Haha. Was haben wir alle gelacht? Detlef! Ich gehe jetzt wieder zurück in meine Wohnung. Ich meine, ich habe einen Haufen Geld noch dabei. Das heißt, den muss ich irgendwo sicher unterbringen. Und, oh mein Gott. Na komm, Fahrstuhl? Sind jetzt hier Zombies oder was? Ich will hier einfach nur noch hoch. Ich will hier einfach nur noch hoch und in meine Wohnung und mich dann einsperren. Und ich meine, es ist zwar nicht mehr nur meine Wohnung, weil da auch noch... Was? Wachsen! Pflanze! Ich bin gewachsen. Du bist gewachsen, ja, das höre ich, dass du gewachsen bist, aber... Ich bin jetzt erwachsen. Wo bist du überhaupt?
Ich habe Hunger. Was? Komm in die Küche. Ich will nicht in die Küche kommen. Was? Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein. Ist das? Nein, nicht. Lecker. Lecker. Blümchen. Danke, Detlef. Blümchen. Ja, Blümchen. Oh mein Gott. Das ist, das hat mir jetzt erstmal einen Schreck eingejagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh mein, was soll denn das? Herr Vermieter! Was machen Sie denn doch? Ich kann das erklären, ich hab... Na! Kann ich das erklären? Seien wir ehrlich, kann ich das erklären? Es hat auch was, ja, es hat ein bisschen einen Urwald-Flair. Ich meine, wenn man das mag und das schön findet, dann warum nicht, ne? Ich meine, klar, es ist ein bisschen anstrengend, so zum Schlafzimmer zu kommen, aber... Pflanzen sind jetzt nicht unbedingt das Schlechteste, was man in seiner Wohnung haben kann. Und wir haben die umsonst gekriegt. Also sehen wir es mal von der positiven Seite. Der Vermieter wurde uns vom Hals geschafft von Detlef. Also immerhin. Immerhin das. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, immerhin habe ich meine Küche noch zur freien Benutzung. Das ist doch auch was wert. Das war's dann aber auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da. Und schaut euch unbedingt die letzten Alltagsfolgen an, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.